Hallo und willkommen zurück bei Subnautica. Fast. Das ist mir in Subnautica auch passiert. Wie komme ich jetzt auf Subnautica? Mann, bei XCOM. XCOM 2, um genau zu sein. Wir haben in der letzten Folge ein Portal geborgen. Und jetzt würde ich mir ganz gerne einmal kurz meinen Soldaten angucken. Und vor allem einmal unseren guten Sparky Boy. Individualisierung. Kopfname, Charakter, Charaktersammlung, Charakterinfo. Ha, ich kann nicht benennen. 1A, Vorname. Oh. Leder. Bestätigen. Nachname. Couch. Spitzname. Weißt du was? Wir nehmen die Spitznamen, nehmen wir auch Couch. So, und der Nachname wird dann Sparky Boy. Ja, ich finde das mit I besser. Nehmen wir es, nehmen Sparky Boy. Richtig? Richtig, okay, gut. Ja, Nachname auch. Ja, fast. Okay, gut. Alles klar. Ledercouch Sparky Boy ist am Start. Sieht echt aus wie so eine Ledercouch, wie so eine sehr, sehr, sehr moderne. Gut. Wunderbar, was kannst du denn eigentlich noch so? Obwohl, ja, das sehen wir dann on the fly, wenn es denn soweit ist. Okay, erstmal haben wir das Avatar-Projekt wieder um zwei Dinger reduziert. Gucken einmal ganz kurz in die Technikabteilung, denn wir haben ein paar Vorräte bekommen. Gegenstände. Okay. Gegenstände herstellen. Können wir irgendwas Schönes machen? Waffen. Nee, Pulsklinge. Brauche ich eigentlich jetzt nicht so dringend, denn ich nehme eigentlich immer nur einen Ranger mit und der hat dann die Äxte dabei. Höllendinger fand ich jetzt ganz nice, die im Brand gesteckt werden, aber brauche ich jetzt auch nicht ganz so viele von. Nee, dann lassen wir das erstmal alles. Die Auswahl ist nicht groß, aber ich hoffe, wir finden ein paar Rekruten, die mit einem Schraubenschlüssel umgehen können. Ja, aber Ingenieure haben wir halt genug. Nur Wissenschaftler fehlen uns halt. Das ist ein bisschen nicht zugewiesener Ingenieur. Ja, wir haben genug. Wir haben nur 4 Wissenschaftler, da bräuchten wir mal ein paar. Aber wie kriegen wir die? Wir können halt welche kaufen im Hauptquartier, aber das ist eigentlich nicht wert, dann Wissenschaftler zu kaufen. Wir müssen einfach hoffen, dass wir bei Missionen welche finden. So, jetzt wird das erstmal um 2 reduziert, dann sind wir wieder entspannt bei der Hälfte. Dieses Alien-Artefakts ganze Arbeit geleistet, Commander. Yes. Mit etwas Forschung dürfte es sich als überaus wertvoll für die Aufdeckung der Wahrheit erweisen. Jawohl. Easy peasy, dann können wir jetzt von mir aus auch ein Funkrelais installieren und dann in Zukunft etwas mehr Vorräte bekommen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wir machen es einfach mal in Westeuropa. Oder haben wir irgendwo gerade eine andere Mission? Ne, wir haben eine Schwarzmarkt und diese Alien-Einrichtung, die wir aber gerade noch nicht angreifen müssen. Wir könnten hier Kontakt herstellen. Wir sind sowieso gerade hier, also können wir hier auch eben Funkrelais installieren. Dann müssen wir da gar nicht erst hinfliegen. Okay. Oh, Vergeltungsschlag. Alles klar, let's go. Yo, setze Kurs immerhin. Auf Sektor 14. Alles klar, ich hatte jetzt mit ein bisschen Ruhe gehofft, aber nö. Nö, dann direkt hin. All in. Aber meine Einheiten sind noch verletzt. Ah, shit. Shit. Ihr kommt erstmal weg. Weg mit euch. Rüstung freigeben. Bitte bestätigen Sie das Abnehmen von Rüstung von allen Soldaten, die nicht für den aktuellen Einsatz ausgewählt sind. Ja. Und Ausrüstungsgegenstände freigeben. Yes, bitte. Okay. Leider, oh, Jason, Bushi und ich sind nicht dabei. Na ja, was müssen wir machen? So, Bowski kommt nicht mit. Diesmal kommt Silvester mit, denn er war letztes Mal ja dabei, der gute Bowski. So, Stephalus hat auch wieder seinen Einsatz. Wir nehmen beide Grenadiere mit. Also, wir nehmen einfach beide mit. So. Vergeltungsschlag ist natürlich etwas heftiger, das heißt, ich würde ganz gerne die besten Leute mitnehmen, wenn ich jetzt so im Double Time spreche. Warum renne ich denn so vor mir selber weg? Okay. Freunde, ihr werdet jetzt erstmal von Kopf bis Fuß ausgerüstet. Waffen freigeben, ja bitte. Rüstung freigeben, ja bitte. So. Hildegard muss ich eigentlich nicht mitnehmen. Nee, du nimmst die ganz normale Magazingröße, ne? Ja. Ja, du hast auch das Richtige dabei, wunderbar. Dann könnte ich tatsächlich auch mit dir den Schattenhüter mitnehmen. Und einmal. Willst du denn die Icarus-Rüstung mitnehmen? Könntest du eigentlich machen, ne? Ja, könntest du eigentlich machen. So, dann hast du noch 2 Dinger Platz hier. Dann nimmst du bitte einmal Bluescreen-Geschosse mit. Und einmal. Boah, so viel zur Auswahl. Damit komme ich da überhaupt nicht klar. Nimmst du einmal Medipack mit für dich selber. So. Puh. Silvester, du nimmst auf jeden Fall einmal den War-Anzug mit. Wunderbar. Darfst dann auch gerne einmal die Schredderkanone mitnehmen. Und einmal vielleicht Säuregranate. Und die
Oh, gleich mit der Annäherungsmine. Könnt ihr ja dann auch wegschießen. Das ist vielleicht auch ganz geil. Ah, Stephulus. Warum? Hey. Hey, Waffen freigeben. Warum krallt sich Bushi denn noch so an den Plasma-Bolzenwerfer. Den darfst du natürlich mitnehmen und den Schlangenanzug und einmal ein Medipack, dann wärst du auch bereit. Ihr seid aber noch alle fertig ausgerüstet, ne? Euch wurden keine Waffen weggenommen. Nee, gut. Bauski, mein Guter. Du nimmst diesmal den Exo-Anzug mit. Yes, und natürlich Big Bertha hattest du letztes Mal nicht dabei, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Was hast du denn da dran? Zeig mal. Kostenloses Nachladen 1 und Magazingröße plus 1. Haben wir da nicht noch was Besseres? Müssen wir gleich mal gucken. Fortschrittlicher Granatwerfer hast du auch dabei. Raketenwerfer, nee, Schreddersturmkanone nimmt wieder der Mac mit. Du könntest aber dich einmal drehen, damit ich was sehen kann. EMP-Granate. Und vielleicht auch eine Frost. Ja, das gefällt mir gut. So, mein guter Mac. Ja, bei dir ist ja ganz easy. Schredder und das war's. Jo, du. Kannst eigentlich die Mutter mitnehmen. Jason ist ja sowieso nicht da. Das heißt, ich muss nochmal die Waffen freigeben. Warum auch immer ich das tausendmal machen muss. Okay, dann auch bitte den Rage-Anzug. Und ein Imitationsgerät. Und von mir aus kannst du... Du hast ja da sowieso einen Raketenwerfer. Warum auch immer dran. Ja, dann wärst du auch bereit. Fast hättet ihr mich gehabt. Aber du nimmst natürlich... Warum ist das denn nicht... Mann, muss ich das 10.000 Mal anklicken hier? Jetzt muss ich euch wieder neu ausrüsten. Oh, ich krieg zu viel. So, du bist aber noch bereit, ne? Du hast aber jetzt schon wieder deine Rüstung nicht an. Ich hasse es. Es ist echt nervig, Leute. So, erstmal wollte ich bei dir noch etwas machen. Und zwar Waffenverbesserung. Ich habe da bestimmt Magazinerweiterung. Hier hast du Magazinerweiterung 1. Gibt es noch was Besseres? Ich habe hier halt so viel Shit, ne? Ich könnte dir halt auch verbesserte Zielsicherheit geben. Das wäre vielleicht auch ganz nice. Automatiklader. Überragender Automatiklader. Ist natürlich deutlich besser. Das heißt, dann nimmst du einfach mal den überragenden. So, fertig. Okay, kann ich noch irgendwie ein bisschen mehr Zielsicherheit geben oder sowas? Die Waffe kann ich sowieso nicht verbessern. Silverstar, sag mal her, bearbeiten. Waffenverbesserung. Fortschrittliche Magazinerweiterung, ja, du hast plus 2 und Chance auf Bonusaktion. Ja, kam bis jetzt auch noch nicht vor, aber das ist erstmal auch in Ordnung. Bearbeiten. Habe ich dir eigentlich schon irgendeine persönliche Kampfstimulation gegeben? Konditionierung. Nee, du hast schon eine, ne? Hast du schon eine? Wo sehe ich das denn? Ach, Forge, du hast die... Okay, gut, du hast schon plus 3. Alles klar. Nee, dann passt das schon. Nee, alles gut. Alles gut, du hast... Hast du schon irgendeine? Fortschrittlicher Stecher. Du hast doch gar keine, oder? Bearbeiten. Ach doch, du hast fortschrittliche... Du hast plus auf Ausweichen. Okay, nee, passt schon. Gut, Freunde, wir sind bereit. Let's freaking go. Ach, das wird eine harte Mission, aber ich hab Bock. Operation Dämmernder Schritt. Uff, die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Denn Sparky Boy ist dabei und ich habe so viele geile Sachen und Granaten und. Einen Außenposten des Widerstands mit allem angreifen, was ihnen zur Verfügung steht. Und dass unsere Leute keine Chance gegen sie haben. Wir gehen rein, um das Gebiet zu sichern und alle Feinde auszuschalten. Alles klar, danke für die Ansprache. Ich war gerade noch am Trinken, Mensch, Central. Also, ne? Oh, nächstes Mal sprech mal länger. Hier, jetzt muss ich kurz zu Ende trinken. Meine Güte. Ah, so. Okay. Menes 1-5. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Aber natürlich. Der Tier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Na gut. So, was wollen wir tun? Wir müssen mindestens 6 Zivilisten retten. Hier vorne sind schon mal 2, aber hier sind safe irgendwo Gesichtslose. Schon unterwegs. Das heißt, Jason ist noch verborgen. Nicht Jason, sondern Ramon Sanchez. Ist noch verborgen, das heißt, du kannst erstmal ein Stückchen nach vorne gehen. Oh boy. Oh boy, was ein dicker Boy. Huiuiuiui.
Shit. Okay, das heißt, du kannst aber erstmal noch einen rangehen von mir aus und dich hier vorne dann verstecken. Verstanden. Dann hast du noch einen Zivilisten gerettet und hast gute Deckung. Gut, Gott sei Dank kein Gesichtsloser. Oh. Gut. Dann könnt ihr eigentlich euch auch hier irgendwo verschanzen. Rücke vor. Prism kannst du irgendwo hin. Der Tagen könntest du es da aufs Dach. Habe ich überhaupt einen habe gar keinen Scharfschützen dabei, ne? Doch, ich habe Holly. Oh, ich habe ja Holly dabei. Oh, Holly kann auch direkt mal eigentlich einen Chrysalin ausschalten. Ja, aber nicht gut genug, die Trefferchance. Holly hat keine... Ach, du hast die Icarus-Rüstung. Stimmt, du kannst ja eigentlich hier drauf springen dann einfach. Das ginge natürlich auch. Ist das denn so gut da oben drauf? Du hast hier... Da oben drauf wäre natürlich deutlich besser, aber da bist du halt richtig in der Pampa dann. Ne, dann bleibst du erstmal. So, meine gute Couch. Du könntest aber erstmal das Feld aufmischen und ein bisschen nach vorne laufen. Ah, okay, damit haben wir es auch aufgedeckt. Na gut, dann sollen sie halt rankommen. Von mir aus. Solange die Jason nicht aufdecken, ist ja eigentlich alles gut. Oh, der läuft aber bedrohlich nah. Uiuiui. Das Fass da anschießen ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee tatsächlich. Oh, weißt du was, das machen wir. 6 bis 8 Schaden. Das ist mein normaler Angriff. Okay, wir schauen mal, wie viel Schaden das macht. Und mal schauen, wie viele Zivilisten wir damit kriegen. Okay. Er war nicht nah genug dran. Doch, 6 Schaden. Okay, war jetzt auch nicht viel weniger als mit dem normalen Angriff in Rage. Okay. Was haltet ihr denn davon, wenn ich euch beide mit dem Ding hier reinballer? Das fände ich eigentlich ganz cool. Schredderkanone. Ja, ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Oder? Bereichsschuss. Ach, Bereichsschuss ist quasi das gleiche. 6 bis 8 Schaden. 6 bis 9 Schaden. Das ist das ja einfach mal sick besser. Das machen wir. Schreddern wir die erstmal da weg. Wunderbar. Haben wir die Rüstung von den Boys weggemacht. Dann kann Holly da auch gleich durchsägen. Eigentlich kann Holly da jetzt schon durchsägen in der Serie. Das gefällt mir ganz gut. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. So, er auf jeden Fall weg. 100% Trefferchance und noch 2 HP. Adieu. So. Okay, einen habe ich erwischt. So, er auch 100% Trefferchance, hat sogar nur noch ein Leben. Adieu, Mademoiselle. So, und jetzt kommt der Clou. Nicht schlecht. Jetzt kommt der Berserker. Da haben wir 100% Trefferchance. 20 Crit ist mir nicht gut genug. Da machen wir einen heftigen Schuss und da dürfte der dann auch tot mit sein. 76, komm, Holly. Yes. 15 Schaden ohne Crit. Leute, wir eskalieren langsam so richtig. Cute. Ja, easy. Das haben wir ganz gut hingekriegt mit nur 2 Einheiten. Endlich. So. Prism, wo möchtest du denn hin? Da vorne hin. Das ist nicht ganz so gut. Das heißt, du spurtest von mir aus einmal hier dran. Da hast du ganz gute Deckung. Holly. Da von mir aus auch einmal nachladen. Bowski darf einen Feldposten machen. Und dann darf Holly auch nochmal... Das heißt, Holly macht einen Icarus-Sprung und zwar hier oben drauf. Danach kannst du dich ja immer noch ganz entspannt bewegen. Mal schauen, was wir so finden. Nichts. Okay, das ist perfekt tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist ja perfekt. Okay, Holly, du gehst da oben drauf. Und dann musst du dich eigentlich nie mehr bewegen. Oh mein Gott. Edwin, Einheiten gesichtet. Okay, ich dachte jetzt nicht, dass da so viele sind. Okay. Also vom Berserker sind wir immerhin sicher da oben. Glaube ich. Oh, er macht direkt einen Feuerschutz. Auf wen? Hä? Ach, auf den Zivilisten. Okay. Maria Pena. Tschüss, Maria Pena. Ja, Holly, vielleicht ist er doch nicht ganz so geil, muss ich sagen. Eventuell ist er doch nicht ganz so geil. Ich glaube, da oben bist du ziemlich tot. Du bist eigentlich überall ziemlich tot. Scheiß die Wand an. Okay, du gehst einmal hier hinten runter. Ich gehe schon. Ja, ne? Sorry, aber das war da oben jetzt nicht so die super Idee, dich da oben hinzusetzen. Ich dachte nicht, dass hier überall Feinde auf einmal sind. Scheiße. Oh, oh, er kommt. Oh, oh. Ja, 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 wer hat Feldposten? Bowski. Gut, gut. Ja, der sitzt. 1A, 8 Schaden. Boah, die sind aber auch riesig, die Dinger. Okay. Er dürfte aber keinen Schuss auf Holly haben. Haben nochmal Glück im Unglück gehabt, wahrscheinlich.
Also die positionieren sich jetzt hier überall und schießen uns wahrscheinlich alle einmal an, aber das ist nicht ganz so wild. Oh. Oh, er schießt unsere Couch an. Ich glaub's ja wohl. Kommt der nächste angeschissen. Das ist aber nicht so wild. Da können wir gleich einfach mal Granaten reinballern, da oben aufs Dach. Er markiert den guten Prism. Und... Oh, Schildträger hat den allen anscheinend ein Schild gegeben. Wunderbar, schön. Huh, was ist denn da explodiert? Okay. Cool, jetzt erstmal die Wand weggebrochen. Kann man mal machen. Ja, ich glaube, das Beste ist, etwas einzufrieren tatsächlich. 70% auf diesen einzufrieren, das gefällt mir ganz gut. Da müssen wir nämlich uns um den überhaupt gar nicht kümmern gerade. Nice. Gefroren. Wunderbar. Gut. Dann sollten wir den Schildträger irgendwie ausschalten. Wo ist er denn? Bist du der Schildträger? Nein. Der Schildträger ist irgendwo da hinten wahrscheinlich. Kacke. Holly sieht ein. Oh. 60 Crit. Den könntest du halt auch wahrscheinlich direkt ausschalten mit dem Crit. Das könnte gut sein. Das könnte gut sein, könnte aber auch übel in die Hose gehen. Weißt du, was du versuchst? Komm, Kritte, 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 Kritte. Yes. Sweete Sache, das, Holly. Noch tausende übrig. Sweete Sache, das. Okay, da kommt unerbitterlich ziemlich gut zur Geltung, denn jetzt kannst du erstmal wegrennen. Denn da vorne hockt immer noch ein Berserker, der deinen Arsch möchte. Und zwar nicht im guten Sinne. Ja. Geh erstmal da vorne ran, Silverstar. Dann schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Eine Annäherungsmine wäre natürlich auch ziemlich sweet eigentlich. Eine Annäherungsmine wäre ziemlich sweet. Eine Säurebrandgranate-Dings wäre natürlich auch ziemlich nice. Ich glaube, wir werfen oben eine Säure-Dings drauf. Ah. Und Schuss-Dings, da hinten ist der Schildträger, ne? Jo, den kriegen wir aber damit auch knapp nicht. Ne, das hier ist gerade einfach nicht gut genug. Das heißt, ja, Sprengschuss. Ist jetzt auch eher so meh. Also wir machen einfach mal eine Annäherungsmine. Da haben wir jetzt zwei Stück tatsächlich zur Verfügung. Die ballern wir jetzt einfach mal hier vorne direkt hin. Oder die könnten wir auch hier hinballern. Falls der Muton hier lang rennt, der wird wahrscheinlich hier vorne lang rennen. Der wird wahrscheinlich hier runter rennen. 8 Schaden ist sowieso nicht genug für den. Wir legen die erstmal dahin. Explodiert die dann direkt, weil jemand schon in der Nähe ist? Oder explodiert die erst, wenn sich jemand in diesem Bereich bewegt? Wir lernen ja noch, wir lernen ja noch. Okay, die chillt da einfach. Alles klar. Prism darf auf ihn schießen oder auf ihn. Ich glaube, auf ihn wäre ganz gut. Oh, wunderbar. 5 Schaden gemacht. 1A. Vielleicht reicht das dann sogar. Mit der Granate? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, er ist natürlich auch richtig böse hier vorne. Unser guter Mac. Was hältst du davon, wenn du denn einfach mal hier vorne hingehst und ihn boxt? Fände ich ganz cool. Andererseits hast du viel zu wenig Leben, um da vorne an eine Front zu gehen. Dann bist du einfach RIP. Das heißt, du gehst hier mal ein bisschen näher ran. Brücke vor zum Ziel. Und dann schauen wir mal, was du machst. Was hast du für Trefferchancen? Oh, du siehst doch den Berserker da vorne. Ah. Pass auf, du versuchst die 57 auf ihn. Nice. Okay, wenn er sich bewegt, dann ist RIP. Muss er sich halt nur bewegen. Ich weiß nicht, warum er das tun sollte. So, jetzt könnte ich ihn töten. Okay, ich könnte auch noch eine Frost... Oh, ich will den Berserker einfrieren. Oh, das gibt es nicht. Es reicht halt nicht. Oder tut es das? Hier vorne hin, das dürfte dann gehen, oder? Ich meine, Frostbomb ist jetzt eher so eine temporäre Lösung, aber temporär finde ich gerade ganz gut. So, dann ist er eingefroren. Wunderbar. Bauski, gönn dir. Gefroren. Ha. Nice. Gut. Du bist noch verborgen. Möchten wir das Verborgene halten? Ich glaube, du wirfst erstmal deine Axt auf den Boy, dann ist er nämlich weg. For free einfach, zack. Und RIP. Die Annäherungsmine ist dann etwas sinnlos da, aber ist ja auch nicht so wild. So,
Du ballerst erstmal da drauf, zerschredderst im besten Fall ein bisschen Rüstung oder verfehlst einfach. Ist auch in Ordnung, der ist sowieso noch gefroren. Das ist nicht gut. Dann haben wir da hinten noch einen Schildträger, dann noch einen gefrorenen Berserker, noch einen gefrorenen Mech. Das ist nicht so wild. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles im Lot. Ne? Ja, sieht gut aus. Bleibt doch gefroren, da hinten ist halt noch mehr. Oh mein Gott. Ach, natürlich noch so eine Kugel. Oh je. Kann unser Prism den eigentlich heilen? Können wir den überhaupt heilen irgendwie? Ne, wir können den nicht heilen. Oh oh. Das heißt, wir müssen jetzt echt gut auf ihn aufpassen. Wir sollten versuchen, weiter auf den Mech zu ballern, denn er wird bald wieder frei sein. Daneben. Erledigt? Okay. Was? Einen habe ich erwischt. Warte, wie hast du den gekillt? Hä? Hast du einen Sofort-Kill-Perk bei dir drin oder was? Holy shit, der ist ja einfach umgefallen. Ach krass, da stand auch nur erledigt. Das ist ja cool. Okay, Holly sieht ein. Und weiter geht's. Also das baller einfach drauf. Mehr bleibt dir sowieso nicht übrig. Killen kannst du den sowieso nicht, also... Warte, was? Nicht schlecht. Hey, ihr macht mich fertig, Leute. Was seid ihr denn auf einmal so gut? Ihr seid ja... richtig, richtig gut. So, unser Mech darf einmal auf den Berserker feuern. Du triffst einfach auch. Geil. Oh, wie er am Sabbern ist. Weitere Munition benötigt. Prism, weißt du was? Du machst Folgendes. Haken raus. Genau, du holst einmal deinen Haken raus. Und dann ziehst du dich direkt vor den Berserker und sagst einmal Hi und sagst Ciao. Bitte flieg aus dem Fenster. Schade, das wäre jetzt cool gewesen. Genau. Doch, da sackt er zusammen. Geil. Hat alles in allem ganz gut funktioniert. Ich selber kann die aber nicht auslösen, hoffe ich, denke ich, weiß ich, glaube ich, meine ich. Oder? So, dann gehen wir erstmal hier vorne hin. Wir müssen ja immer noch Zivilisten retten. Sind zwar erst zwei Stück gestorben, aber wir wollen es ja nicht, ne, und so. So, Holly kann hier oben hin, damit du gleich wieder aufs Dach kommst. Bauski, haben wir vorne noch Zivilisten, die wir retten können? Ne, da hinten nur. Das heißt, Bauski kann von mir aus einmal hier vorne an die Ecke. Los geht's! So, da hast du ganz gute Deckung. Und dann bist du in der nächsten Runde bereit, einen Zivilisten zu retten und dann vielleicht zu schießen. So. Warte jetzt. Wir wissen, dass da vorne noch eine Kugel ist. Von mehr Feinden wissen wir gerade nicht. Vielleicht ist das auch der letzte. Ich meine, wird auch reichen, finde ich. Oh, Penny Douglas. Nein, nicht Penny Douglas. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ja, unzählige sind jetzt drei. Also, komm. Wir müssen auf jeden Fall unsere Heavies nach vorne bringen, denn die müssen die Rüstung zerschreddern. Unseren Mech lassen wir am besten erstmal zurück. Vielleicht kannst du einfach nur hin, um... ein bisschen mit deiner Dings hier Bumsi zu feuern, aber sonst bleibst du besser zurück. Bewegung eingeleitet. So, und sonst dürfen wir auch nicht vergessen, Gesichtslose können ja auch noch sein. Das heißt, Bauski ist einmal da vorne hin und hoffst, dass das kein Gesichtsloser ist. Los, verschwinden Sie gut, von hier. Wunderbar. Dann gehst du bitte. Da vorne ist das Vieh irgendwo, das heißt, du gehst einmal hier dran. Endlich. Dürfte ja keiner sein. Kein Sehen, bitte. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Oh, und Bauski hat keine Aktion mehr frei. Oh, oh. Wupsi! Annäherungsmine, Freunde. Annäherungsmine finde ich ganz gut. Oh je. Das wird zwar nicht reichen für die, aber... vielleicht haben wir noch irgendwo eine Granate, die wir da reinballern können mit irgendwem. Oben mit unserem Mech vielleicht. Unser Mech kann gerade gar nicht mehr, ne? Doch, doch, der kann noch. Nice, so kannst du beide treffen. Das ist gut, das machst du. Uhu, was? Überlegene Terminierungswirkung. Hohoho, das ist ja abnormal. Du hast einfach beide weggeballert. Oh, wow. Holy shit. Oh, ich wollte dich ein weiter nach links setzen, sorry. Okay. Meh, wups. So, Holly darf einmal nach oben. Von mir ist auch deine Ecke. Nee. So, ja, wozu Leitern? Leitern sind für Pussys.
Okay, da siehst du schon mal ihn. Kannst an eigentlich einfach schon einmal draufballern. Ich denke, da oben hast du sowieso keine... Ja, daneben. Hm. Da oben kannst du auch erstmal stehen bleiben. Das ist jetzt nicht so wild. So, mein guter Zulu. Los geht's. Rennt auch ein bisschen ran. Und ich glaube, der gute Prism kann was ganz Wichtiges machen. Und zwar einmal... ja, einmal Holly ein Hilfsprotokoll geben. So. Gut, plus 30 Verteidigung finde ich ganz sinnvoll, wenn sie da oben ohne Deckung steht. Aber ich hoffe mal, das Ding geht weiter auf Zivilisten. Och, nö. Oh je, ich hab's ja gesagt. Wir werden noch Gesichtslosen begegnen. Ah, da kommt das Vieh ran. Solange es nicht auf den Mac schießt, dürfte eigentlich nichts schief gehen. Was machst du? Oh, du machst ein Bumm-Dings. Oh, oh. Habe. Oh, Rip-Mac. Oh, scheiße. Horus reanimiert auch noch alles in dem Bereich. Oh, oh. Das ist gerade auf einmal ziemlich schief gegangen. Mm, moin. Unser Mac ist halt einfach... Jo, unser Mac. Und der hängt da noch ein bisschen entspannt. Der ist Rip. Der ist scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen einen neuen Mac bauen. Alle sind da reanimiert. Das heißt, wir müssen uns jetzt komplett auf dieses Ding da fokussieren. Da müssen wir erst die Rüstung irgendwie schreddern. Das machen wir am besten, wenn wir das... mit einem Rapture machen oder mit einer Raketenwerfer. Warum treffen wir den nicht hier? Was? Wie bist du doof? Spiel. Okay. Anscheinend. Komme ich da... Oder komme ich da erst gar nicht hin? Ah, da komme ich... Ach, da komme ich wahrscheinlich erst gar nicht hin. Ach ja. Ha. Ich treffe mich nur damit selber. Okay. Das heißt, ich gehe einmal hier vorne an die Ecke. Legen wir endlich los. Sehe dann auch direkt, ob ich die Granate selber auslöse. Nee. Gut. Schön. 7... Hm, ich könnte einen Rapture auf dir machen. Komm, 67. Das ist so wichtig, Bauski, dass du das triffst. Yes! Zwei Rüstung zerschreddert Rapture, jetzt macht jeder deutlich mehr Schaden daran. Das heißt, wahrscheinlich wird Holly den jetzt auch einfach killen können. Hast du eine Serie schon wieder über? Nein, noch eine Runde. Hm. Ach, weißt du was? Holly. Gib ihm. Nee, das lassen wir erstmal noch. Denn wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Okay, das ist auf jeden Fall 100%iger Hit. Wenn du Glück hast, killst du das Ding sogar sofort. Yo! Oh. Sorry, Silverstar. Muss nicht angenehm sein, wenn so ein Matschkloß durch dich durchfällt. Okay, dann kannst du, Holly, doch einmal versuchen, ihn zu töten. Wenn du triffst, ist er halt tot. Du machst 16 bis 18 Schaden. Okay. Oder auch nur 14. Auch ein... Ah ja, stimmt. Mit 4 Rüstung. Okay. Einen habe ich erwischt. Oh. So, jetzt sind die Zombies tot. Das dürfte es dann auch gewesen sein, oder? Bitte lass es das gewesen sein. Ach, natürlich. Natürlich, einer muss natürlich noch. Ja, da kommst du rausgewackelt. Yo, du kannst leider nicht nochmal. Sehen tun wir das Vieh da hinten auch nicht. Ah, du kannst halt einmal hinlaufen. Vielleicht siehst du es ja dann. Also du siehst es jetzt, aber hast du... Dein Treffer schon sogar ziemlich solide. Ho! Da darf sich direkt wieder hinlegen, das Ding. Wärst du mal ein Zivilist geblieben. Zufrieden. Und das war's jetzt aber, oder? Yes. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Einsatzgebiet gesichert, Einsatzgebiet gesichert. Mission erfüllt. Ah, leider ist unser Mac gestorben. Ich meine, das ist noch das Beste, was hätte passieren können, dass der Mac stirbt. Das ist nur, das kann ich noch verkraften. Das kann ich noch am allerbesten verkraften, dass unser Mac da stirbt. Ist natürlich schade, aber immerhin war er noch nicht voll gelevelt. Wir können jetzt quasi nochmal ganz entspannt von vorne anfangen mit dem Mac. Ist schade, aber was will man machen? Oh, Durchschnittsschaden pro Angriff war halt 8,65. Huhuhu. Huiuiui. Am häufigsten angegriffen wurde die gute Ledercouch. Ja, shit. Mensch, im Schnitt getötete Feinde pro 2,6. Also das lief schon.
Das lief halt schon. Ich weiß auch gar nicht, zählt das jetzt als getöteter Angriff? Wir haben ja diese Kugel ausgeschaltet, die irgendwie 3-4 Zombies reanimiert hatte. Gilt das jetzt jedes einzelne ausgeschalteter Feind? Naja, selbst wenn, mir doch Wurst. Easy peasy, gar kein Problem. Die Mission lief, auch wenn wir halt leider den Sparkboy verloren haben. Und die Annäherungsminen nicht wirklich testen konnten und ein paar suboptimale Entscheidungen getroffen haben. Aber naja, was will man tun? Was will man tun? Wir machen einen neuen Spark. Da bin ich jetzt einfach eiskalt. So, es war nur ein Spark. Ne? Was soll's? Oh je. Ja, die Couch ist gefallen. Der Rest ist verwundet. Puh. Wir haben ein bisschen Shit bekommen hier. Hallo, Commander. Oh, hallo. Aber wir haben den Vergeltungsschlag erfolgreich abgewehrt. Und ich würde sagen, damit beende ich auch diese Folge. Die geht jetzt schon wieder 30 Minuten. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. In der nächsten Folge schauen wir, ob wir vielleicht einen neuen Spark bauen können. Und dann machen wir die Gegend hier weiter unsicher. Also, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.